Herzlich willkommen bei Orga TV im Sommersemester 2009. Erste Sendung hier im Sommersemester. Mein Name ist Uwe Eisenbeiß und ich bin jetzt schon gespannt, wer in der kommenden Woche hier an meiner Stelle sitzen wird, denn das steht noch gar nicht so genau fest. Dazu aber später mehr. Was wollen wir heute alles hier in der Sendung machen? Wir wollen zum einen uns natürlich anschauen, welche Lehrveranstaltungen der Lehrstuhl von Professor Scholz, also der Lehrstuhl für Organisation, Personal und Informationsmanagement in diesem Sommersemester anbietet. Wir nutzen da natürlich gleich die Gelegenheit, ein bisschen zu erklären, wie funktioniert das eigentlich, Hauptfächer, Vertiefungsfächer im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre, immer der Bezug dazu, was bieten wir in den Haupt- und Vertiefungsfächern an und natürlich auch für Bachelor, Master und Nebenfachstudierende die Information, was kann man bei uns in diesem Semester studieren, was muss man generell absolvieren und einbringen und was steht vielleicht im Wintersemester dann zur Vertiefung entsprechend an. Das ist der erste Programmpunkt, den wir besprechen werden und dann schauen wir ein bisschen zurück. Wir haben am Lehrstuhl ja nicht nur in Anführungszeichen reguläre Vorlesungen und Übungen, sondern wir haben auch interessante Praxisveranstaltungen und immer wieder interessante Gäste in unseren Lehrveranstaltungen. Und da schauen wir auch mal uns an, was Studierende bei uns im Rahmen von Veranstaltungen teilweise absolvieren können, / müssen. Außerdem blicken wir zurück auf das Auftreten des Lehrstuhls im Rahmen der Kinderuni und schauen uns mal an, was Orga TV plus Lehrstuhl mit den Kindern, die hier im Audimax vor einigen Monaten ganz begeistert waren, was wir denen versucht haben beizubringen. Beginnen wir aber mit dem, was es an unserem Lehrstuhl an Lehrveranstaltungen gibt. Und dazu haben wir einen kleinen Filmbeitrag, möchte ich mal sagen, ein paar Charts vorbereitet, die das im Überblick zeigen. Vielleicht springen wir zuallererst mal zur Übersicht, was es denn im Wintersemester, also generell an Lehrveranstaltungen bei uns gibt. Ich hoffe, das Bild bleibt lange genug stehen, dass ich alles genau erklären kann. Wir haben als Lehrangebot aus diesem Bereich Organisation und Personalmanagement zum einen die Veranstaltung HR Basics Personalmanagement. Die wird immer im Wintersemester angeboten, ist eine Grundlagenveranstaltung, die im Rahmen des Bachelorstudiums angeboten wird. Und 6 ECDS-Punkte findet jeden Dienstagmorgen statt. Also Grundlagenveranstaltung HR Basics für Bachelorstudierende, für wen die noch relevant sein könnte, werden wir auch gleich noch besprechen. Dann haben wir natürlich auch im Wintersemester ein Seminar zum Personalmanagement für Bachelorstudierende. Also wir reden immer noch von Bachelorstudierenden. Wir haben ein Multimedia-Praktikum. Dabei geht es darum, Personalmanagement-Inhalte, Inhalte aus der Arbeitswelt multimedial aufzubereiten. Das wird teilweise dann auch hier in Orga TV gezeigt. Das findet auch im Wintersemester statt, ebenso aber auch im Sommersemester. Also da kann man je nach Planung des Studiums sich für ein Sommer- oder ein Wintersemester entscheiden, wird also sowohl als auch angeboten. Dann kommen wir zu einer Profi-Veranstaltung, könnte man sagen, HR Strategy und Human Capital Management, ebenfalls im Wintersemester. 4 Bonuspunkte-Veranstaltung zurzeit explizit für unsere Diplomstudierende. Das heißt, das ist die Veranstaltung, die früher einmal PMG 1 hieß, also eine Pflichtveranstaltung für all diejenigen, die das Vertiefungsfach Organisation und Personalmanagement absolvieren möchten. Diese Veranstaltung heißt jetzt einfach nur anders, also früher PMG 1 ist heute HR Strategy und Human Capital Management. Genauso verhält es sich mit der Veranstaltung HR Leadership, die im Wintersemester stattfindet, eine 2-Bonuspunkte-Veranstaltung, ebenfalls Pflicht, ganz wichtig, Pflichtveranstaltung zum Abschluss des Vertiefungsfaches. Alter Name war Orga 2, das heißt auch hier nur Name verändert, Prinzip bleibt fürs Vertiefungsfach das gleiche, also ganz wichtig, bitte merken, Pflichtveranstaltungen für das Vertiefungsfach sind HR Strategy und Human Capital Management und HR Leadership, beide Veranstaltungen im Wintersemester. Ebenfalls im Wintersemester und auch gleich, wir werden es auf dem nächsten Chart nachher sehen, im Sommersemester wird die Veranstaltung Advanced Multimedia Praktikum angeboten, also die fortgeschrittenen Veranstaltungen für all diejenigen, die sich eben multimedial mit Themen aus der Arbeitswelt, mit Themen zum Personalmanagement auseinandersetzen wollen.
Vielleicht gehen wir gerade mal einen Chart weiter und schauen uns die Veranstaltung im Sommersemester an, denn das wird ja jetzt die meisten unserer Zuschauer interessieren. Was gibt es denn eigentlich im Sommersemester? Da haben wir das Chart. Also, wie gesagt, Multimedia-Praktikum sowohl im Winter als auch im Sommersemester ist angeboten für eigentlich sämtliche Studierende, die an unseren Inhalten interessiert sind. Also sowohl für Bachelorstudierende, sowohl für Masterstudierende als auch für Diplomstudierende. Dann haben wir die Veranstaltung Multiperspektivisches Organisationsmanagement. Die hat gestern begonnen. Wir hatten also gestern den Start der Veranstaltung dienstags morgens. Diese Veranstaltung ist eine Hauptfachveranstaltung. Das ist ganz wichtig. Also Multiperspektivisches Organisationsmanagement ist eine Hauptfachveranstaltung, dient als Basis fürs Vertiefungsfach, ist aber keine Veranstaltung des Vertiefungsfachs, kann also nicht ins Vertiefungsfach eingebracht werden. Also Multiperspektivisches Organisationsmanagement als Hauptfach, das ist die frühere Veranstaltung, eine wir übrigens noch kennen, Organisation 1, Hauptfach, ganz wichtig. Interessant, gerade für jetzt die Vertiefungsfachstudierenden ist die Veranstaltung HR Organisation und Kommunikation in diesem Sommersemester. Die kann nämlich sowohl als Vertiefungsfach als auch als Hauptfach Personalmanagement eingebracht werden. HR Organisation und Kommunikation, die Veranstaltung dienstags nachmittags. Ab Sommersemester 2010 haben wir dann HR Recruiting noch als zusätzliche Veranstaltung, weil wir möchten sukzessive das Angebot für den Bereich Personalmanagement erweitern und wie auch eben gesehen, auch das Advanced Multimedia Praktikum, also die fortgeschrittenen Veranstaltungen, gibt es im Sommersemester wie im Wintersemester, also auch hier. Und wir haben im Sommersemester das Diplom im Bereich Personalmanagement für unsere zurzeit Diplomstudierende und irgendwann dann, wenn eine Umstellung erfolgt ist, auch für die Masterstudierenden. Ganz wichtig also im Sommersemester jetzt, die Veranstaltungen, die laufen und die ganz zentral sind, multiperspektivisches Organisationsmanagement als Hauptfach und je nach Wahl als Haupt- oder als Vertiefungsfach HR-Organisation und Kommunikation oder Organization and Communication, wenn wir es im Englischen genauso aussprechen, wie es jetzt auf dem Chart zu lesen ist. Gut, das ist unser Programm, das heißt, unser Programm ist relativ breit geworden. Wir haben uns viel stärker auf den Bereich Personalmanagement und Organisation spezialisiert und entsprechend das Angebot erweitert. Das heißt, Studierende haben zunehmend die Möglichkeit, zusätzliche Veranstaltungen und interessante Veranstaltungen in ihr Studium mit einzubringen. Und wie gesagt, wer zusätzlich zu den Pflichtveranstaltungen HR Strategy und Human Capital Management und HR Leadership weitere Veranstaltungen eben über die Pflichtveranstaltung hinaus im Bereich Personalmanagement vertiefen kann, kann das jetzt wirklich in großem Umfang und wirklich glauben, so wie wir glauben, mit hochinteressanten Veranstaltungen. So viel vielleicht zu den generellen Veranstaltungen, die wir insgesamt anbieten, also zur Veranstaltungsübersicht. Dann haben wir auf dem nächsten Chart auch noch etwas vorbereitet und zwar geht es da um die Bücher, die wir in den einzelnen Veranstaltungen benutzen. Einmal das Buch Strategische Organisation. Wir lassen die Bücher vielleicht einfach sukzessive durchlaufen. Ich erzähle insbesondere zu dem Buch Strategische Organisation etwas. Das Buch gibt es nämlich nur noch hier auf dem Campus bei Bock und Seib zu kaufen. Also ein bisschen Werbung für unser Buch. Bei Bock und Seib gibt es die Strategische Organisation für Studierende für 15 Euro. Wir haben extra einen sehr studentenfreundlichen Preis hier ausgehandelt. Also für 15 Euro gibt es jetzt das Buch, das identisch ist mit der zweiten Auflage, wie sie auch noch vielfach in den Bibliotheken steht. Die restlichen Bücher, Human Capital Management, Personalmanagement, fünfte Auflage, dann haben wir ein neues Buch, Human Resource Management in Europe, alles Bücher, die auch im Rahmen des Vertiefungsfaches verwendet werden und dann demnächst hoffentlich oder beziehungsweise ab Herbst die Grundzüge des Personalmanagements für den Bachelorstudiengang. Also eine ganze Reihe von Büchern, die relevant sind, wenn man Personalmanagement vertiefen möchte, aber wie gesagt, jetzt in diesem Sommersemester wichtig, eben das Buch Strategische Organisation, das ist eben recht günstig bei Bock und Seib jetzt gibt. Vielleicht halten wir hier die Charts auch nochmal an. Ganz interessant auch die Frage, was ist eigentlich Pflicht und was wird empfohlen in den einzelnen Studiengängen? Gehen wir die einzelnen Studiengänge vielleicht einfach durch. Im Bachelor BWL gibt es die Option, eben HR Basics Personalmanagement zu besuchen und als Vertiefungsoption im Sinne eines Mastermoduls die Veranstaltung Multiperspektivisches Organisationsmanagement. Wer also in den Bereich Personal gehen möchte, dem empfehlen wir dringend, diese beiden Veranstaltungen zu besuchen.
Als nächstes Chart haben wir die Idee, müssen wir mal gucken, was vorbereitet ist. Das ist also Bachelor BWL, HR Basics und Multiperspektives Organisationsmanagement. Hier auch das Chart halten wir kurz an, dass ich was dazu erzählen kann. Was ist Pflicht für Diplom-BWL bzw. Diplom-Wirtschaftspädagogen? Wenn jemand also Diplom-BWL oder Wirtschaftspädagogik das Vertiefungsfach Organisation und Personalmanagement belegen möchte, muss er 8 Bonuspunkte wie in jedem anderen Vertiefungsfach auch absolvieren. Und dabei gibt es 2 Pflichtveranstaltungen. Die Namen sind eben schon gefallen, HR Strategy und Human Capital Management und HR Leadership. Wenn man diese beiden Veranstaltungen absolviert hat, hat man 6 Bonuspunkte. Und die weiteren 2 Bonuspunkte, das steht jetzt auf dem nächsten Chart, die weiteren 2 Bonuspunkte kann man dann aus dem Programm des Vertiefungsfaches frei wählen. Also, und zu dem Vertiefungsfach gehören dann eben alle Veranstaltungen, die wir als Lehrstuhl von Professor Scholz, hier abgekürzt als orga-unisb.de, anbieten und einige Veranstaltungen aus dem Programm von Professor Strohmeier. Wir empfehlen natürlich dann immer wieder, wird es gesagt, multiperspektivisches Organisationsmanagement zusätzlich als Hauptfach dann eben zu absolvieren, denn das ist so eine Basis, grundlegende Veranstaltung, die ja wichtig ist, wenn man später mal in den Bereich des Personal- oder des Organisationsmanagements gehen möchte. Die empfehlen wir also, wie gesagt, ist Hauptfach, gehört nicht zum Vertiefungsfach, ist aber als Basis wichtig. Und im Hinblick auf eine Spezialisierung im HR-Bereich bieten wir ja eben eine ganze Reihe von Veranstaltungen an und wir empfehlen einfach, besucht doch einfach möglichst viele dieser Veranstaltungen, um wirklich einen Schwerpunkt im Bereich Personal zu legen. Das jetzt, wie gesagt, relevant für Diplom, Wirtschaftspädagogen und Diplom, BWL. Dann haben wir Bachelor Wirtschaft und Recht sowie Wirtschaftsinformatik und Information Science. Da ist unsere Empfehlung, wenn man denn Personalmanagement in irgendeiner Weise belegen möchte, eben die Veranstaltung HR Basics, Personalmanagement und multiperspektivisches Organisationsmanagement zu besuchen, ist also genauso gültig, diese beiden Veranstaltungen für Bachelor Wirtschaft und Recht und für Wirtschaftsinformatik, wie auch für den normalen Bachelor in BWL, also diese beiden Veranstaltungen für die Bachelorstudierenden. Und dann haben wir gleich das nächste Chart, wo wir dann den Master für diese beiden Studiengänge analog dann haben, also den Master Wirtschaft und Recht und den Master Wirtschaftsinformatik. Hier empfehlen wir HR Strategy und Human Capital Management, jetzt müssen wir nochmal kurz anhalten, sowie, sowie HR Organisation und Kommunikation zu belegen. Jetzt gehen die Charts ruckzuck hier durch, ich komme kaum noch nach. Wir haben also jetzt noch die Nebenfächler, die ihr bestimmt auch wissen möchten, was sie belegen können. Das sind also einmal die Nebenfächler in Bezug auf die alten, in Anführungszeichen, Diplomstudiengänge. Die müssen mindestens 2 der nachfolgenden 3 Veranstaltungen belegen. Also das Angebot ist hier etwas erweitert worden. 3 Veranstaltungen sind im Angebot. 2 davon muss man auswählen. Die Veranstaltungen stehen hier: HR Strategy und Capital Management, multiperspektivisches Organisationsmanagement oder HR Organization and Communication. Alles 4 Bonuspunkte Veranstaltungen. Und wie gesagt, 2 von diesen 3 muss man entsprechend wählen. Das ist insbesondere für die Studierenden aus der Psychologie vielleicht relevant. Jetzt aus der Regie vielleicht das nächste Chart. Genau, Nebenfach Magister für Philosophische Fakultät. Hier gibt es im Rahmen des Nebenfaches Betriebswirtschaftslehre 2 Veranstaltungen, die man bei uns besuchen kann für Nebenfächler im Magisterstudiengang, insbesondere für die Philosophische Fakultät, gilt ja eben, dass man im Hauptstudium Hauptfachveranstaltungen aus der allgemeinen BWL besuchen soll. Und das sind eben genau diese beiden Veranstaltungen, die wir als Hauptfach allgemeine BWL anbieten, multiperspektivisches Organisationsmanagement und HR Organization and Communication. Ansonsten gelten natürlich immer die Richtlinien, die grundsätzlich für das Nebenfach Betriebswirtschaftslehre als im Magisterstudium gelten, nämlich entsprechend im Grundstudium Veranstaltungen und dann weitere 10 Punkte Hauptfach ABWL, von denen eben 2 theoretisch bei uns dann besucht werden können. Grundsätzlich bei der Idee, was darf man belegen, was soll man studieren, empfehlen wir dringend auf unsere Webseite zu gehen. Die haben wir im nächsten Chart, glaube ich, eingeblendet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Einfach www.orga-unisb.de besuchen, da ist unter Lehre wirklich alles beschrieben, was man belegen darf, was man belegen kann, was Pflicht ist, was Wahl ist und im Zweifelsfall kann man auch natürlich jederzeit eine E-Mail an den Lehrstuhl schicken, anrufen, mich fragen und aber auch gerne natürlich vorbeikommen und in der Sprechstunde nachfragen. Auch das Prüfungsamt weiß Bescheid über die entsprechenden
Konstellationen, wie man das studieren kann. Es wirkt kompliziert, es ist aber wirklich, wenn man sich mal 2 Minuten damit beschäftigt, eigentlich relativ einfach. Wie gesagt, einfach mal Homepage besuchen, www.orga-unisb.de. Unter der Rubrik Lehre sind die entsprechenden Informationen, Veranstaltungsübersichten, Äquivalenzmatrizen und so weiter zu finden. Und die sind, so glauben wir zumindest, so angelegt, dass man wirklich das sofort im Überblick sieht, wenn man sich mal 2 Minuten damit beschäftigt. Also orga-unisb.de bitte besuchen oder dann eben, wenn es Schwierigkeiten gibt, einfach sich in irgendeiner Art und Weise am Lehrstuhl melden. Wir haben unterschiedlichste Kommunikationsformen und Möglichkeiten. Ja, so viel vielleicht als Information zu unseren Veranstaltungen und zu unseren Fächern und zu den Konstellationen, die man vielleicht studieren kann. Und ja, ich habe ja gesagt, wir wollen uns heute natürlich auch mal anschauen, was haben wir denn in der Vergangenheit gemacht, was vielleicht über das reguläre oder normale Lehrveranstaltungsprogramm geht. Und ein Punkt war, jetzt muss ich mal schauen in der Reihenfolge, jawohl, ein Punkt war nämlich die Kinderuni. Professor Scholz hat also vor einigen Monaten teilgenommen oder eine Vorlesung durchgeführt für die Kinder, die an der Kinderuni eben teilnehmen. Die kommen relativ regelmäßig mittwochs in Audi. Das ist für die eine ganz große Sache. Sehen nämlich da mal eine Universität und richtige Professoren und das im teilweise Grundschulalter. Und Professor Scholz hat sich was ausgedacht, nämlich die Idee, wie funktioniert eigentlich Fernsehen, und hat das in einer Vorlesung verpackt. Und da haben die Studierenden, nein, es waren keine Studierenden, die Schüler, die Kinder der Kinderuni mal gesehen, wie so Fernsehen produziert wird, wie das funktioniert, und haben teilweise dann auch mitmachen dürfen und selbst aktiv werden können. Und wie das abgelaufen ist und was da passiert ist, schauen wir uns jetzt mal im kleinen Beitrag an. Hallo und herzlich willkommen zu OrgaTV. Wir senden heute direkt aus der Universität des Saarlandes, und zwar sind wir bei der Kinderuni. Wir haben gerade den Kindern hier gezeigt, wie es funktioniert, dass ich jetzt sozusagen hier bei Ihnen im Fernseher bin. Und dafür haben wir uns natürlich ganz, ganz viele fleißige Helfer geholt. Wir haben Kameramänner hier, wir haben Tonmänner hier, wir haben Lichtmänner. Wir haben also all das, was man für so eine Sendung benötigt. Und so wie das bei uns bei OrgaTV gute Tradition ist, fangen wir an mit den Nachrichten, und die werden gelesen von Philipp. Hummer hat Schweine. Kurz vor dem Kochtopf ist ein Hummer in New York gerettet worden. Tierschützer hatten erkannt, dass er schon steinalt ist. Manche Tiere können viel älter werden als Menschen. Der Hummer George ist so eins. Er soll ungefähr 140 Jahre alt sein. Entdeckt wurde er in einem Aquarium eines Restaurants in New York, wo er bald gekocht werden sollte. Dort fiel er Tierschützern auf, denn George ist ungewöhnlich groß und schwer für einen Hummer. Daran erkannten die Tierschützer, dass George sehr alt sein musste. Und so haben sie die Leute vom Restaurant gebeten, George zu verschonen. Mit Erfolg. Die Köche ließen sich erweichen und die Tierschützer konnten George mitnehmen. Sie brachten den steinalten Hummer am vergangenen Wochenende an der Ostküste in den USA ins Meer. Vereiste Flüsse. Während viele von euch sich über das Winterwetter mit Schnee freuen, haben die Schiffe auf den Flüssen in Deutschland derzeit ein großes Problem. Sie können nicht überall fahren, weil die dicke Eisscholle, die das Wasser bedeckt. Deshalb wurden einige Flüsse wie die Elbe, die Mosel und die Oder an den am schlimmsten vereisten Stellen für Schiffe gesperrt. Bei der Elbe war dieses Stück 100 Kilometer lang und auf der Saar sogar 150 Kilometer. Nun sind ganz besondere Schiffe auf den Flüssen unterwegs, die Eisbrecher. Sie können das Eis durchstoßen und den Weg frei machen. Und damit gehe ich ab zum Wetter mit Dame. Und nun das Wetter für Donnerstag, den 15. Januar 2008. Zunächst ist es vielerorts stark bewölkt oder trüb. Vereinzelt fällt etwas Schnee. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung los.
auf. Mancherorts scheint aber die Sonne auch längere Zeit. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 4 Grad im Westen des Saarlandes und 5 Grad in Neunkirchen und Umgebung. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Ost. Das schönste Wetter wird es im südöstlichen Saarland geben. Hier können sich alle auf ein wenig Sonne freuen. So, das waren unsere Nachrichten und das war das Wetter. Ihr habt ja die schöne Karte davon gesehen. Und jetzt haben wir noch unsere letzte Kinderreporterin, das ist die Julia. Und da hat sich ein Gast bei uns angekündigt, das ist der Herr Professor Tack. Und der wird euch und vor allem der Julia natürlich gerne alle Fragen beantworten, die sie ihm stellen wird. Herr Professor Tack, was machen Sie bei der Kinderuni? Ja, ich versuche das Ganze ein bisschen zu organisieren. Also im Augenblick habe ich mal einen Plan gemacht, an welchen Tagen die nächsten Semester Kinderuni und ab welchen Daten ihr euch anmelden könnt und wann das Programm fertig ist. Und dann versuche ich natürlich Leute zu kriegen, die auftreten und die hier was machen und die hier was erzählen. Warum macht ihr eigentlich die Kinderuni? Oh, da gibt es eine ganze Menge Gründe. Also zum einen meinen wir, dass es ganz gut ist, wenn ihr die Uni auch mal von innen sehen könnt. Wisst ihr, die Uni, das ist ja so ein Ding da draußen im Stadtwald und weit weg von Saarbrücken, von der Stadt. Und wir dachten, wir sollten euch die Gelegenheit geben, doch mal in die Uni reinzuschauen und zu gucken, was es da Spannendes zu erfahren gibt. Und die zweite Idee ist, ihr sollt auch ein bisschen mal sehen, dass Wissen eigentlich Spaß macht. Das ist ja anders als in der Schule. Ihr werdet ja nicht abgefragt, ihr müsst keine Hausaufgaben machen. Wir wollen einfach, dass es euch Spaß macht, hier eine Menge zu lernen. Deswegen sagt man, wie viele Kinder leben denn jedes Semester an der Kinderuni teil? Ja, das schwankt ein bisschen. In diesem Semester sind es ungefähr etwas über 700, die sich angemeldet haben. Es waren schon mal mehr ganz am Anfang. Du weißt ja, wenn das neu ist, dann kommen ganz viele Leute. Und wenn sich so ein bisschen eingefahren hat, dann wird es etwas weniger. Aber das ist so ungefähr die Zahl, so um die 700, die wir jetzt schon einige Zeit immer wieder haben. Und woher bekommen Sie die Professoren, die Vorlesungen halten? Oh, das ist die schwerste Frage. Also wir machen es so, dass wir von Zeit zu Zeit allen Professoren einen Brief schreiben und fragen, hat nicht jemand Lust von euch? Und nun gibt es natürlich nur ein paar, die Lust haben und die waren inzwischen alle schon mal dran. Und deswegen wird das jetzt immer schwieriger und dann muss man sich so ein bisschen umhören, man muss mit Leuten reden, kennst du einen, von dem du meinst, der könnte das gut machen? Und wenn ja, dann versuche ich den anzusprechen, dann schreibe ich dem mal eine Mail und sage, hättest du nicht mal Lust? Und manchmal klappt es, manchmal nicht. Das ist eigentlich so die meiste Arbeit, die ich habe. Leute, viele, die das machen. Es ist schwierig, die Vorlesungen und die Projektionen so herzustellen. Oh ja, das kostet vor allem ziemlich viel Zeit. Weißt du, es ist ja so, Professoren sind normalerweise gewöhnt, vor Studenten zu reden, die eine ganze Menge schon wissen. Und die Professoren wissen auch so ungefähr, was die Studenten schon wissen, oder zumindest, was sie schon wissen sollten. Und dann kann man darauf aufbauen. Aber bei Kindern muss man sich überlegen, was wissen die alles noch nicht und was muss ich alles erklären. Und dann muss man auch überlegen, wie erzähle ich es denen so, dass sie es verstehen. Und das ist eine ganze Menge Arbeit, das wirklich so vorzubereiten, dass es hinterher so spannend wird wie heute zum Beispiel. Und zukünftig, was ist da geplant? Wir wollen weitermachen. Wir freuen uns, wenn mehr Kinder kommen. Wir hoffen, dass die Kinder, die hier zur Kinderuni kommen, wenn sie etwas älter sind, auch bei unseren anderen Programmen teilnehmen. Wir haben ja auch so eine Art Schüleruni in bestimmten Fächern. Da kann man in Labors arbeiten, da kann man in der Physik eine ganze Menge machen und all sowas. Also wir möchten ganz einfach, dass die Kinder, die hier sind und die Uni kennenlernen, vielleicht ein Stück weiter hier bei uns bleiben und irgendwann dann auch mal unsere Studenten. Vielen Dank. Bitte sehr, gerne. Ja, das war's schon mit unserer kleinen Sendung heute. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich als allererstes mal für das Publikum, für den tollen Applaus, den ihr uns hier gebracht habt. Bei den Kammerjungs. Die haben das auch sehr, sehr schön gemacht. Ich fand, die haben sehr schön wieder gemacht. Bei unseren Kinderreporter, Julia mit dem Interview, Philipp mit den Nachrichten und jetzt habe ich
die letzten Namen vergessen. Sascha. Dana. Dana mit dem Wetter. Dann noch einen ganz, ganz großen Applaus an unsere beiden Maskengönnerinnen, die sich gerade auch noch selbst geschminkt haben, habe ich gesehen. Schönen Dank. Und zu guter Letzt natürlich nicht zu vergessen diejenigen, die hinter dem Ganzen sitzen, nämlich an dem Ton und an dem Bild. Nur deswegen haben wir hier die schönen Bilder gesehen. Auch für euch beide natürlich ein dicker Applaus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, aber bleibt noch kurz sitzen, denn ich werde das Ganze hier natürlich nicht beenden, sondern ich beende nur unsere Sendung und gehe somit zurück an meinen Chefin, Herrn Professor Scholz, in den Audimax. So, da sind wir zurück. Das also der Beitrag zur Kinderuni. Die Kinder hatten einen riesen Spaß, aber nicht nur die Kinder, sondern auch Professor Scholz und die Mitarbeiter des Lehrstuhls, denn das ganze Lehrstuhlteam war involviert in den Ablauf dieser Vorlesung für die Kinderuni. Also eine Veranstaltung, die völlig losgelöst von unserem regulären Lehrprogramm natürlich stattfindet. Was innerhalb unseres regulären Lehrprogramms stattfindet, aber trotzdem nicht ganz so regulär ist, weil es irgendwie was Besonderes ist, sind immer Tage und Veranstaltungen, in denen Gäste in unsere Vorlesungen kommen. Das ist zum einen im Wintersemester beispielsweise der Personalvorstand der Deutschen Telekom, Herr Sattelberger, gewesen. Das war aber auch Frau Weyand, die ein Coaching durchgeführt hat mit unseren Studierenden aus der Veranstaltung HR Basics. Das ist insofern gerade hier für OrgaTV interessant, weil Frau Weyand die erste OrgaTV-Moderatorin war, die wir hier am Lehrstuhl hatten. Also vor inzwischen über 10 Jahren hat Frau Weyand hier zur allerersten OrgaTV-Sendung begrüßt. Insofern war das ein schönes Wiedersehen. Inzwischen, wie gesagt, ist sie Coachin und berät Unternehmen und Führungskräfte in entsprechenden Fragen und hat dann auch mal gesagt, na, ich komme mal gerne wieder an die Universität des Saarlandes zurück, komme mal gerne wieder zu Herrn Scholz an den Lehrstuhl und zeige auch mal den Studierenden, was man denn in diesem Bereich Coaching alles so machen muss und machen kann. Und darüber haben wir auch einen kleinen Beitrag vorbereitet, was denn so auf die Studierenden zukommt, wenn wir plötzlich einen Gast in unserer Veranstaltung haben. Film ab. Da auch gesessen haben. Ja, was machen wir heute? Ich habe schon ein bisschen gehört, ihr habt eine Einführung bekommen, was man so machen kann im Unternehmen, im Personalmanagement. Wir wollen heute das Ganze mal von verschiedenen Seiten beleuchten, was man vor allem auch falsch machen kann. Das Thema Coaching, ich weiß nicht, wer hat schon mal jemals in seinem Leben was über Coaching gehört? Es gibt viele Unternehmen, die mittlerweile erkannt haben, dass Coaching sehr, sehr sinnvoll ist und sehr wirksam, sowohl in den unteren Management eben als auch ganz oben, und da werden teilweise Manager über Jahre begleitet, um einerseits Ziele zu entwickeln oder andererseits überhaupt ihr Führungsverhalten mal in Frage zu stellen bzw. überhaupt mal zu entdecken. Für was wird Coaching im Business verwendet oder wie kann man das bezeichnen? Da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Wer Ihnen was anderes erzählt, der hat entweder keine gute Ausbildung oder er kennt sich einfach nicht aus. Warum? Ein Coaching muss immer freiwillig sein. Wenn Sie jemanden zu einem Coaching überreden oder wie es auch in größeren Unternehmen teilweise der Fall ist, dass eine Führungskraft sagt, und ich bin der Meinung, du solltest gecoacht werden, du gehst da mal hin, dann ist diese Bedingung des reinen Coachings nicht wirklich erfüllt. Es sollte eine Freiwilligkeit vorherrschen und es sollte ein vertrauliches Arbeiten sein. In der Regel geschieht das unter vier Augen. Es gibt auch ein Gruppencoaching, das hat aber ganz andere Aspekte als das, was der sogenannte Coach mit dem jeweiligen Mitarbeiter, mit dem Klienten durchführt. Was ist Coaching noch? Es geht zum einen, klingt kompliziert, ist aber ganz einfach, um die Eigenwahrnehmung desjenigen, der da sitzt. Das heißt, erstmal zu kapieren, wie bin ich denn? Oder das, was Menschen seit Jahrzehnten beschäftigt, wer bin ich? Am Ende des Jahres oder zum Jahresauftakt, wie auch immer. Gehen Sie als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter in das Büro Ihres Chefs, gegebenenfalls macht das auch die Personalabteilung, so wie ich es gerne mache, das in der Regel der direkte Vorgesetzte, und bittet Sie zu einem Jahresgespräch oder zu einem Zielvereinbarungsgespräch.
In diesem, wie das Wort schon heißt, Gespräch geht es darum zu gucken, was ist gewesen, eine kurze Bilanz zu ziehen und einen Blick in die Zukunft zu wagen, was hat der oder diejenige vor und wie war es im Sinne von Führungsverhalten und so weiter und so fort. Was wir am Anfang gesagt haben, die Körpersprache ist ein nicht zu vernachlässigendes Detail. Das könnt ihr mal so gucken, ne? Wenn ihr euch mit Freunden und Freundinnen unterhaltet, was passiert so? Und ich finde das ganz witzig bei Menschen, mit denen man sich wahnsinnig gut versteht oder mit denen man sich schon sehr lange kennt, zum Beispiel. Ich mit einer Freundin essen gehe, die kommt auch aus einem ähnlichen Bereich. Wir sitzen dann irgendwann so am Tisch und sie macht es total spiegelverkehrt. Und das heißt tatsächlich auch so, also sie spiegelt meine Körpersprache oder umgekehrt, ich ihre. Und das ist jetzt nicht programmiert, sondern ich habe das extra gemacht oder irgendwie, ich habe geguckt, ah, wie sitzt die, dann mache ich das genauso, sondern das ergibt sich automatisch. Und das ist der Beweis dafür, dass es eine Beziehung zwischen Ihnen und dieser Person gibt. Und was können wir daraus lernen fürs Business? Naja, wenn ihr in einem Vorstellungsgespräch sitzt oder ihr sitzt am Tisch mit jemandem, dann ist es oftmals sehr hilfreich, mal zu gucken, was macht er denn mit seinem Körper. Da hatten wir gestern schon das Gespräch. Es gibt Autoren, ein großer Autor in der Sache Körpersprache, der nennt sich Sammy Molchow. Und der sagt, wenn jemand zum Beispiel, kennt ihr auch, ne, so da steht oder jemand im Gespräch so das tut, dann ist er auf dem Abwärtstrip oder er macht zu. Ich kann davor nur warnen. Wenn ich so mache, kann das sein, mir geht das jetzt nicht ganz so gut, aber bei Männern, die ein bisschen stattlicheren Bauch haben und sich da anlegen, kann das durchaus bequem sein. Das muss nicht sein, dass der mir jetzt plötzlich wegläuft im Gespräch. Ja? Es kann aber auch sein, dass wenn jemand so vor ihm steht, möglicherweise unsicher ist. Aber ob das immer so ist, bitte Vorsicht, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass es eine durchaus bequeme Haltung ist, Sie müssen nur gucken, wie die Außenwirkung ist. Wenn ich permanent so vor Ihnen stehe, ist es kein optimales kommunikatives Verhalten, weil ich spreche Sie nicht an. Wenn ich eine entsprechende Gestik dazu mache oder Sie drannehme, dann ist das eine viel offenere Haltung. Und das könnt ihr auch im Gespräch nutzen. Und wenn ihr schaut, euer Gesprächspartner sitzt neben euch und hat wirklich eine total konträre Körperhaltung, dann guckt einfach mal, was passiert, wenn ihr das Team ähnlich macht. Es ist sehr einfach und es ist sehr, sehr nützlich. Das Dumme ist nur, dass es in Vorstellungsgesprächen immer noch so traditionell abläuft, dass hier die Vertreter der Unternehmen sitzen, dazwischen ist noch ein Tisch und dann kommen sie. Oder, wenn es ein bisschen besser läuft, sie sitzen an einem großen Gesprächstisch. Habe ich mit Herrn Schwörz auch schon drüber gesprochen. Setzt euch niemals am Gesprächstisch gegenüber. Ich stelle die Kritik. Vielleicht doch, weil ihr gut seid. Aber hilfreich ist es, wenn ihr die Chance habt, wenn nichts zwischen euch ist, kein Tisch oder etwas, was die Distanz erhöht, sondern wenn ihr die Chance habt, in irgendeiner Weise so nebeneinander zu sitzen. So ähnlich wie wir das jetzt gemacht haben. Ihr habt natürlich da keinen Einfluss drauf, aber ihr könnt mal gucken, wie organisieren Unternehmen diese Gespräche. Manchmal sagt es auch schon etwas über die Kultur aus des Unternehmens. Ich habe das letztens erlebt in einem Verhandlungstermin, die hatten einen riesigen Gesprächstisch, ja, also so von der Distanz. Die einen saßen hier und die anderen saßen am anderen Ende. Wie gut lässt sich da verhandeln? Sehr gut. Warum? Man kann sich so richtig gut über diese Distanz auseinandersetzen und so richtig schön in Konfrontation gehen. Das geht wahnsinnig gut. Wenn Sie näher beieinander sind, oder so wie Sie jetzt zum Beispiel sitzen, wenn Sie beide jetzt streiten würden zum Beispiel, ne, das wird nicht so gut gehen. Wenn Sie sitzen nebeneinander, Sie haben ja eine recht ähnlich bequeme Haltung gerade, versuchen Sie mal nicht das Schlechteste zu sagen. Das funktioniert nicht so gut. Und das möchte ich Ihnen mitgeben. Kriegen Sie heraus, welche Facetten dieser Job hat, in dem Sie sich bewerben. Und was genau müssen Sie tun?